sauer mit dir. Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Keine Sorge, ich bleibe euch treu hier auf dem Channel auf YouTube. Ja, heute bin ich beim HTC Fashion Check-In in München. Die Fashion-Fans unter euch wissen schon, das ist eine Tour und hier macht es Stopp in München. Neben mir habe ich jetzt die liebe Gitta. Du bist ja schon fast der Resident-DJ hier. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Also ich kenne das Team, für Nikolai habe ich schon vor vielen Jahren mal aufgelegt, für seine damaligen Events. Du stehst ja eigentlich als die Ikone für Fashion ja auch. Was es bedeutet für dich Fashion, so in einem Satz, wenn du jetzt sagst, Fashion ist für mich? Fashion ist für mich die Spiegelung meines Wohlbefindens oder meiner Gefühle letztendlich. Für mich bedeutet Mode, sich selbst zu finden. Es beschreibt auch einen Charakter, wenn man einen Typen sieht oder eine Frau sieht. Dann kann man halt auch an den Charakter schließen, wie sie so ist. Mode ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit und es sollte jeder seinen eigenen Geschmack finden. Also Mode ist eine Form des Ausdrucks, die jeder für sich selber interpretieren kann. Und Mode ist, soll ich sagen, ein Charakterzug eines jeden Menschen. Mit Mode zeigt man, was man für ein Mensch ist. Mode für mich heißt immer so, mehr mit Kreativität zu tun. Etwas, wenn man sich selbst verwirklichen kann und immer neue Styles ausprobieren. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Leben, Mode. Ich beschäftige mich 24 Stunden mit Mode. Es ist egal, ob ich aufstehe den ganzen Tag. Man hat immer Einflüsse. Man guckt überall hin, lässt sich inspirieren. Das ist meine Leidenschaft. Mein Lebensinhalt. Hört sich oberflächlich an, aber ich bin Modestylistin, von daher, mein Job ist mein Leben. Liebe Fashion-Fans, das war's vom HTC Fashion Check-In. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen durch die Rooms geschlendert und ihr habt einen kleinen Eindruck gehabt. Vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich hoffe, ihr lasst uns einen Daumen hoch oder natürlich auch ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Monaco Deluxe.